Hallo Leute und willkommen zurück. Wir gehen heute nach Rio de Janeiro zum Brasilien Grand Prix bei einer Strecke, die auch so ziemlich aussieht wie die Strecke in Sao Paulo. Zumindest in Grundzügen sieht sie so ähnlich aus. Und ja, wir haben einen Sponsor, für den es sich lohnt, sich das Ganze rauszupicken. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir hier im Training unterwegs sind. Und ich bin ziemlich gehypt für das Saisonfinale. Deswegen werde ich wahrscheinlich die nächsten Rennen allesamt, also die nächsten zwei Rennen jetzt, unmittelbar hintereinander fahren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt am Stück mache oder ob ich da zwischendurch noch Pause mache. Aber ja, ich werde da auf jeden Fall nicht auf Kommentare zwischen den beiden Folgen eingehen können. Das möchte ich jetzt schon mal sagen. Falls jemand einen Tipp dann hier in Brasilien gibt, dass er mir dann bitte nicht böse ist, wenn ich den dann in Abu Dhabi nicht umsetze. Da ich dann, wie gesagt, jetzt schon einfach das Saisonfinale haben möchte, heute oder morgen. Und, oh Gott, ich freue mich einfach so mega drauf. Also, hier brauchen wir Höchstgeschwindigkeit, denn der Motor war hier nicht unwichtig. Und darüber hinaus waren, waren Kurven vom niedrigen Tempo, glaube ich, auch nicht unwichtig. So, deswegen, wir packen uns mal alles hier passend zusammen. Den Frontflügel erhöhe ich jetzt mal ein bisschen. Und dann checken wir das Ganze mal aus. Erstes grundlegendes Setup. Es wird zwischendurch regnen, allerdings nicht immer regnerisch bleiben. Deswegen möchte ich hier möglichst viele Runden auf den Ultrasofts fahren. Werde mal versuchen hier... was werde ich denn fürs Rennen verwenden idealerweise? Im Rennen soll es ja recht trocken sein. Ich probiere mal die sehr weichen Reifen aus. Und wir könnten die Strategie zwar ein bisschen splitten. Das bietet sich aber... Oh, die drei Bereiche, die sehen sich sehr ähnlich. Das bietet sich aber auch eigentlich gar nicht mal so wirklich an. Das ist echt ein Problem im Grundzügen, weil die müssen ja beide irgendwie dieselben Reifen auch im Rennen dann benutzen, weil ich kann ja nicht für den einen diesen Reifenbonus, für den anderen fordern. Könnte ich schon, aber ich könnte nicht alles auf Level 3 bringen. Ist ein bisschen doof, aber man muss damit leben. So, dann würde ich sagen, schicke ich beide mal auf den Renntrim raus. Und dann gucken wir mal, was die sagen. Sobald es zu nass wird, schicken wir die beiden wieder in die Box. Und dann können wir ein bisschen am Auto schrauben. Und beim letzten Mal lief das ja richtig gut. Mit dem Qualifying und auch mit dem Rennen. Also, da bin ich sehr zufrieden. Ich hätte die ein, zwei Runden, wie gesagt, noch auf den Wets draußen lassen sollen, aber ich denke mal, insgesamt passt das schon alles irgendwie zusammen. So, der positive Effekt, wenn man die Ultrasofts verbessert, ist natürlich, dass man dann fürs Qualifying auch richtig gute Reifen hat. Also, je weicher natürlich, desto besser, das muss ich ja keinem erklären. Ja, und jetzt wird es langsam feucht. Gut, ich glaube, so eine Runde fahren wir noch. Eine gezeitete Runde will ich haben. Was mich jetzt interessieren würde, wenn ich im Qualifying... Sagen wir mal, ich habe im Qualifying jetzt Stufe 3 bei den Softs, oder nee, bei den Supersofts, und Stufe 0 bei den Ultrasofts. Bin ich dann mit den Stufe 3 Supersofts schneller? Modi übrigens mit einer absoluten Bestzeit. Wurde jetzt ganz knapp geknackt, aber... Okay, jetzt deutlicher, aber gut. Es waren nur 3/10 gerade eben. Und er hat die schlechtere Reifenmischung. Okay, Radaufhängung zu weich. Das wird jetzt richtig nass. Eieieiei, die hätte ich an die Box holen müssen. So, hier die letzte Kurve vor allem. Die ist genauso aufgebaut. Das ist richtig cool. So, gucken wir mal. Was sagen die Leute? Großartig, großartig, großartig. Kann sich hier kaum beschweren, der Kollege. Finde ich gut. So, ich schätze mal, ein bisschen mehr untersteuern möchte er haben. Ja, vielleicht geht es auch mal mehr in Richtung Höchstgeschwindigkeit, wobei so deutlich dann auch nicht. Passen wir das Ganze mal so an. Ja, und dann schicken wir ihn mal auf einen Quali-Stint raus. Und das, ja, mit Heavyweights halt im Moment mal.
eine Runde. Und bei Modi, er wollte auf jeden Fall eine härtere Aufhängung. Fahrverhalten sehr schlecht. Also ich übernehme mal so ein bisschen was, was der Kollege Lipon hat. Ja, ein Tipp, der eingegangen ist, auch immer wieder vielen Dank für die Tipps, aber den kann man, glaube ich, nicht ganz so gut umsetzen, ist nämlich, dass ich mir die Setups einfach dann abfotografieren soll, quasi, und dann die für das nächste Jahr nochmal verwenden könnte. Das Problem ist ja, dass die Fahrzeuge sich ja trotzdem verändern, deswegen kann man die Setups nicht wieder genau in derselben Form verwenden. Das heißt, ich müsste trotzdem Anpassungen machen und deswegen funktioniert das nicht ganz, auch wenn das ganz cool wäre natürlich. So, und die KI fährt hier einfach auf Trockenreifen weiter. Ja gut. Wenn es nach deren Meinung Sinn ergibt, dann sollen die das halt von mir aus machen. Das Fahrverhalten ist jetzt viel besser, das heißt, er dürfte bei ausgezeichnet sein. Sehr schön, wir sind im lilanen Bereich womöglich. Hier ist die Aerodynamik viel besser. Beim Modi war allerdings nicht alles auf großartig, insofern kann es jetzt auch auf großartig hochgegangen sein oder auf gut, weil ich glaube, da hatte ich ein bisschen was sehr, sehr schlecht auch. So, und die beiden holen wir auch direkt herein. Eine persönliche Bestzeit von Lipon, und das spricht viel für seine Trockenreifen-Pace. So, Stufe 1 im Qualifying-Trim, bitte. So, ein gewisses Mindestmaß haben wir geschafft. Ah, es ist immer noch nicht gut, ne? Schwierig. Ja, 76%, immerhin. Jetzt ist das Fahrverhalten nur noch schlecht. Okay, der Kollege möchte wahrscheinlich noch ein bisschen... Hatte der davor mehr Abtrieb? Nein, er möchte wahrscheinlich ein bisschen mehr Abtrieb. Ja, hier bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Ich probiere es mal mit Untersteuern. Ich probiere es mal so. Dann schicken wir ihn auf den Renntrim raus. Ich kann ihn ja trotzdem nach einer Runde reinholen, aber ich möchte unbedingt, dass die Informationen da an die Reifen, an den Renntrim gehen. So, und hier haben wir zwei Sachen auf ausgezeichnet und eine Sache auf gut. Ist schon mal schön. Der Abtrieb ist nicht so gut für ihn. Na, da wollte er weniger haben. Okay. Können wir gerne machen. Dazu nehmen wir ein bisschen Frontflügel raus und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu krass ist. Nö, denke ich mal nicht. Also grob passt das jetzt. So, und du, mein Lieber, kannst schon auf den Renntrim gehen. Und da verwenden wir auch nochmal die Supersofts. So, auf geht's, Leute. So, den Renntrim bringe ich jetzt schon mal auf Stufe 2. Aber Modi ist halt trotzdem der schnellere der beiden. Das ist das Lustige dabei. Ich hole ihn gleich trotzdem nochmal herein. Das ist so lustig. Jede Farbe ist hier vertreten. Von Inter und Wets bis hin zu Ultrasofts. Okay, das Konzept der Aerodynamik funktioniert. Das gefällt ihm. Dass es ihm gefällt, gefällt mir auch. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, schlecht. Ha, habe ich mal einen guten Griff gelandet. 86%, jawohl. Die beiden hier richtig nah am Rand. Die Geschwindigkeitsbalance, die passt noch nicht.
Was möchte der denn? Da bin ich mir jetzt wirklich ein bisschen unsicher. Ich probiere es mal hier. Ah, vielleicht ist es dann besser. Soll ich ihn auf den Renntrim rausschicken oder soll ich versuchen, nochmal das Qualifying hochzutreiben? Das wird natürlich sehr schwierig sein. Auf jeden Fall kommt er auf Supersofts raus. Ah, 4 Runden im Renntrim. Das Quali kriege ich jetzt nicht höher als Stufe 1, glaube ich. So, und Liponen. 7,2 Sekunden, 7,3 Sekunden langsamer als die Spitze, aber er wird jetzt gerade deutlich schneller. Könnte gleich um P1 mitkämpfen. Boah, 8 Zehntel dahinter. Und das auf recht abgeriebenen Supersofts. Jetzt habe ich hier den Funkspruch leider nicht mitbekommen. Es tut mir leid. Die Geschwindigkeitsbalance läuft viel besser. Sehr, sehr gut. Okay, reinholen. Und auch Modi kann ich nochmal reinholen, denn ich habe die beiden Wissensstufen hier schon auf maximalen Einstellungen. Jetzt bräuchte ich nur noch ein bisschen was vielleicht auf Ultrasofts. Kann man mal testen. Na, ah, da habe ich was auf großartig jetzt, weil es minimale Anpassungen gab. Okay, gut, es ist besser geworden. Okay, gut, dass es auf großartig ist. So vielleicht. Und dann schicken wir ihn nochmal auf Ultras raus. Das rechnen wir jetzt im Qualifying an. Und auch Modi holen wir nochmal auf Ultras. Schicken wir auf Ultras raus. So, und du, mein Lieber, pushst, wie du nur kannst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet und großartig. Das ist wirklich wunderbar. Und wir sind bei 98%. Das heißt, es passt alles fast perfekt. Also, sonst gibt es ja auch immer wieder Unterschiede, wenn man 3 Sachen auf ausgezeichnet hat, dass man da auch nur auf 98% ist. Aber hier scheinen die Sachen, die auf ausgezeichnet sind, auch wirklich super zu sein und nicht wirklich verbesserungswürdig oder kaum verbesserungswürdig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das alles anpasse. Gehe ich da nochmal ein bisschen hoch? Soll ich hier einen Klick mehr oder weniger im Getriebe nehmen? Das gleicht sich halt echt lustigerweise aus. Ah, probieren wir es. Das ist jetzt ein Fitzelchen noch nach rechts, aber ich probiere es halt mit diesem hier jetzt. So, du, mein Lieber, fährst auch fürs Qualifying. Und auch wenn wir nur die Outlap schaffen werden. Das ist dann schon mal zufriedenstellend, dass ich hier ein bisschen was getan habe dafür. Aber wir werden natürlich Stufe 2 nicht erreichen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ey. Trotzdem gutes Qualifying, Training. 3. Platz und 11. Platz. Und wir haben uns aufs Rennen vorbereitet. Insofern, wenn das Qualifying jetzt nicht ganz so gut läuft, dann wissen wir, woran es liegt. Die Getriebeübersetzungen sind perfekt und damit haben wir beide Autos mit 3x Lieder ausgestattet. Das heißt, wir haben überall die ausgezeichneten Einstellungen. Und der Grand Prix von Brasilien kann kommen und die... Oh Gott. Also manche Leute fahren hier bis jetzt auf Wets. Das sind so kleine Anpassungen, die ich mir gerne wünschen würde. Oh, doch nicht ganz perfekt. Nur großartig. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. So, 1,34. Gut. Schauen wir mal, was im Qualifying geht. Erstmal aufs Regenradar gucken. Ah, okay, gibt's nichts. Reifen sehr weich und Qualifying Trim. Gut, also viel habe ich hier natürlich nicht angepasst, aber das war auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei. Ich wollte auch nicht zu viel anpassen. Na, ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Du fährst mal auf Ultrasofts raus. Und deinen Kollegen Liponen.
lasse ich auch die Ultrasofts fahren. Die Supers muss ich mir fürs Rennen aufheben. 99% haben wir bei Lipo nun. Na, ordentlich. So, zum Qualifying. So, dann schicken wir als erstes Modi los. Der muss die Reifen, die Getriebeübersetzung testen. Und Lipon schicke ich quasi unmittelbar hinterher raus. So, dann hoffen wir mal, dass alles super läuft. Gott, die Bremsen, ey. Die Bremsen. Beides nicht gut. Bei Lipon immerhin die Reifen perfekt. Ja, geht so. Ja, ich meine, irgendwann muss man es auch mal schaffen, beide gemanagt zu kriegen. Deswegen probiere ich es hier auch so. Oh, die Ultrasofts, die scheinen hier einfach zu verglühen. 2,4 Sekunden. Hat er Verkehr? Nein, er hat keinen Verkehr. Jetzt hat er Verkehr. Und mit Verkehr fährt er da die absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Okay. Ah, nicht ganz. Da gibt es doch Leute, die schneller sind, die da hinten ankommen. Aber jetzt ist der schnellste Mann im Feld. Modi hat 6 Sekunden Rückstand. Wie kommt sowas zustande? Aber die Lipon wird auch noch geknackt. Da sind Leute 2,5 Sekunden schneller. Wow. Ja, also ab jetzt wird die Strecke auch deutlich schneller. Ja, und ich denke mal, wenn man ganz am Ende nochmal eine Runde hinkriegt, das wäre perfekt. Aber wow, jetzt werden wir auch noch mega geknackt von allen Leuten. Gut, das ist natürlich ungünstig. Schicken wir Lipon wieder raus und dann gucken wir mal hier. Passt alles? Jawohl, es passt alles. 99%. Ich werde aber nicht versuchen, beide gleichzeitig jetzt zu managen. Sondern ich schicke erstmal Liponen raus, der soll ein bisschen die Reifen aufwärmen, die Bremsen aufwärmen, das ganze Paket. Und jetzt zum Beispiel schicke ich mal Modi raus. Nein! Warum sind die Bremsen immer so hochgeschossen? Das ist ja mega unfair. Beide waren wirklich im Bereich perfekt. Beide Komponenten waren wirklich im perfekten Bereich. So, bei Modi mache ich jetzt den Fehler nicht. Da weiß ich, dass jetzt nochmal die Bremsen gleich wärmer werden. Ja, bei Modi natürlich nicht. Wow. Das wär wirklich perfekt gewesen. Da wären die in perfekten Konditionen gewesen. Egal. Lipon im ersten Sektor mega schnell, im zweiten mega langsam. Hat jetzt Verkehr. Keine gute Zeit gefahren, keine gute Runde. Jetzt im ersten Sektor gut, im zweiten Sektor ziemlich gut. 6 Zehntel im Delta. Und wenn er hier schafft, eine gute Runde hinzulegen, dann... Ist das der 4. Platz? Das ist P4. Und Modi schafft es hier ziemlich weit nach vorne in der 2. Reihe. Und ganz vorne, da stehen nicht die Kandidaten, die üblichen Verdächtigen, sondern das sind Leute wie De Graaf, Schmidt, Vettel.
Und eben auch Modi. Also so jemand wie Chapman auf 13. Holz auf 18. Das ist mega krass. Also Lipon auch bei diesem Grand Prix unmittelbar hinter Chapman. Aber ja, halt nicht im Kampf um P1. Also das ist mega krass. Das ist wirklich heftig. Hätte ich nicht so erwartet. Gut. Dann schauen wir mal, was das Rennen bringt. Rick de Graaf, den ich mir unbedingt holen möchte, kann hier wirklich ein Exempel statuieren. Und vielleicht hole ich mir auch den Kollegen Surikov. Wer weiß. Der lässt sich ja auch ganz gut vermarkten und ist auch ein ziemlich guter Fahrer. Hat auch 5 Sterne Potenzial. Insofern wären das wirklich 2 Piloten mit Zukunft, die wir uns hier jeweils zulegen könnten. Ansonsten... Na, ganz kurz. Es wird kurz ein bisschen nieseln, aber ansonsten passt das. So, dann kann ich die Jungs auch auf härteren Reifen starten lassen. Genau, bei der Fahrzeugkonfiguration passt man das ja an. Hatte ich letztes Mal ein bisschen verpeilt. 28 Runden, die halten 14 bis 60. Gut. Diesen Versprecher erlaube ich mir jetzt einfach mal. 14 bis 16 Runden halten die Reifen. Das bedeutet, wenn ich ein bisschen haushalte mit denen, könnte ich wirklich mit einem Stop durchfahren, mit einer Ein-Stop-Strategie. Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt häufen sich die Versprecher, sobald du dich einmal vertust. Okay, los geht's, Leute. Schöner Start, Schmidt schlecht weggekommen. Aber holt hier trotzdem jetzt P1, denn alle sind schlecht weggekommen da vorne. Außer Modi. Modi holt sich P2, ist Zweiter und Lipponen auch schon auf P11. Und Modi kann jetzt Schmidt im Kampf um die Führung jagen. Hammermäßig. Jetzt komm, Minion. Mach das. Du schaffst das. Oh, von hinten Ribeiro. Und Lipponen. Das sieht eng aus. Da gucken wir mal ganz kurz drauf. Oh, und da verliert er sogar Positionen. Also zu aggressiv in dem Moment gewesen. Und da kann ich jetzt schon mal auf die mittlere Härte gehen, von der Konfiguration her, wie er das Rennen antreten soll. Schmidt fährt das Ganze schon etwas ruhiger vom Fahrstil her an. Kann jetzt anfangen, seine Reifen zu schonen. Gefällt mir nicht. Aber Modi kann jetzt auch entspannter nach hinten hinschauen, denn da ist der Abstand 1,4 Sekunden jetzt mittlerweile groß. Also das ist jetzt einigermaßen okay. Und vorne, so wie hinten, da haben alle Leute Ultrasofts um ihn herum. Nur für Lipon, da wird es ein bisschen eng. Der hat nämlich hier mächtig viel Verkehr. Verbessert sich jetzt ein bisschen, aber na, schauen wir mal. 6,5 Sekunden zu Schmidt. Motorleistung runterdrehen, denn ab jetzt müssen wir auch Sprit sparen. Vettel kommt von hinten angeschossen. Der ist extrem schnell. Und es ist wirklich nicht Lipponens Rennen. Ich schau mal hierzu, weil für ihn muss ich ein bisschen was managen scheinbar. Aber allzu viel kann ich auch nicht machen. Die beiden verlangen Boxenstops für Intermediates. So, Vettel attackiert. Aber ich muss da natürlich aufpassen. Ich verfolge meine langfristige Strategie. Lieber ich fahre einfach so P3 ein, als wenn ich mich um Vettel jetzt um P2 kloppe und dann nochmal deutlich zurückfalle, weil ich einfach nicht davon ablassen konnte, ihn aufzuhalten. Und für Lipon, das ist ja wirklich... grausig. Die Konfiguration passt ja. Das Auto ist ja okay. Aber es passt irgendwie ganz und gar nicht, wie er hier fährt gerade. Modi in diesem Rennen wirklich der Strahlemann. Verliert jetzt auch nach hinten hin ein bisschen Zeit, aber das ist absolut in Ordnung. Das
Habe ich kein Problem mit. Denn wie gesagt, wir verfolgen die 1-Stop. Alle anderen scheinen jetzt auf 2-Stops unterwegs zu sein. Das war ein schönes Überholmanöver. Das ging unkompliziert. Und auch das. Ah, also verbessert er sich jetzt doch ein bisschen. Ich meine, hier hinten haben auch alle verhältnismäßig harte Reifenmischungen. Das heißt, Lipon muss eigentlich über die Pace kommen, weil über die Strategie versuchen es auch die anderen gerade. Der ist mittlerweile 16. Also er hat sich ein bisschen gefangen. Außenrum hat ihn aber auch schon jemand gefangen. Und hier Modi. Fährt ganz gut. Da ist jemand an der Box gewesen. Das ist Vettel gewesen. Der wird hier definitiv 2 Stops fahren. Oder vielleicht sogar einen dritten dranhängen. Aber ich denke mal, 2 Boxenstops dürften bei ihm am wahrscheinlichsten sein. Jetzt wird Modi so ein bisschen eingeholt. Da muss ich mal auf einen etwas aggressiveren Fahrstil wechseln. Schmidt fährt das Ganze hier mega konstant weiter. Kann sogar jetzt eventuell auch eine 1-Stop fahren. Eine Strategie, an die ich so nicht gedacht hatte. Wow, und Chapman hat sich einfach komplett durchs Feld gepflügt. Und ist jetzt ganz nah am Führenden dran. Gut, Schmidt war schon an der Box, hat sich jetzt die Softs abgeholt, aber nichtsdestotrotz. Chapman einfach mit einer Mega-Pace und führt das Rennen jetzt an. De Graaf war noch nicht an der Box, der ist einfach so zurückgefallen. Ich dachte, er wäre schon an der Box gewesen. Wollte schon sagen, Mist, hat er schon wieder aufgeschlossen, aber nö. Ja, und Schmidt kommt hier nicht wirklich näher. 3 Runden müssen die Jungs noch fahren. 3 Runden Geduld haben und dann können die ein bisschen durchschnaufen auf den frischeren Reifen. Für Lipon geht die Reise wieder nach vorne. So ein bisschen vorsichtiger jetzt hier, was die Reifen angeht, fahren. Die Reifen überhitzen hier schon sehr leicht. Ich ziehe die 1-Stop einfach knallhart durch. So, die Reifenabnutzung macht ihm zu schaffen. Ich weiß, mein Lieber, keine Sorge, du kommst jetzt an die Box. Ich mache aber auch einen sicheren Boxenstopp. Ich möchte hier nichts verlieren, denn Saarinen ist, glaube ich, der nächste Fahrer, der uns attackieren könnte. Geschätzte Position nach Stop 8. Okay, gut. Also, oh, da ist sogar erst Rick de Graaf. Ich dachte, dieser Punkt hier wäre Rick de Graaf. Okay, egal. Ich mache trotzdem einen sicheren Stopp. In dem Fall von Liebonen. Auch du, mein Lieber, fährst in Runde 14 rein. Bei dir machen wir einen aggressiven Stopp, weil er muss irgendwie wieder in die Punkteränge kommen. Und er ist jetzt immer noch außerhalb der Punkte. Damit er irgendwie in die Nähe von P10 wiederkommt, dann müssen wir halt schnell handeln. Denn er wird höchstwahrscheinlich letzter sein nach dem Boxenstopp. Anscheinend ist es egal, wie schnell wir diesen machen. So, mein lieber Modi, du kannst die Reifen jetzt kaputt fahren, wie du möchtest. Die kommenden Reifen aber bitte nicht. Oh, er kommt unmittelbar vor Rick de Graaf raus. War so ein bisschen gewollt. Und hier ist alles gut gegangen. Schön. Lipon damit 18. immerhin. So, in dem Falle Modi, der kommt näher an Sharp. Zumindest ein bisschen. Okay, also wenn ich es hier schaffe, Modi aufs Podium zu bringen, das wäre der absolute Hammer. Wird aber schwierig, denn vorne gibt es 3 Leute, die 1-Stop fahren. Ja, wobei mit Chapman dann sogar 4. Saarinen und Holz, gut, die kommen an die Box, die fahren auch 1-Stop, aber die werden hinter uns rauskommen, eindeutig. Chapman, Schmidt wird gefährlich sein, Flores und Sharp.
die vier sind die Kandidaten, gegen die wir fahren müssen. Aber wir sind schon dran an Sharp. Wir sind hier schon dran. Das ist ja das Ding. Und wir sind auch direkt vorbei. Modi dreht hier vollkommen auf. Und Liponen da hinten. Kann auch ein bisschen nach vorne kommen. Das ist schön. Das ist sehr, sehr gut. Kommt Modi hier direkt auf die 4 vor. Wenn das funktioniert, ja, dann haben wir hier kaum Probleme, auf das Podium zu kommen. Das ist wirklich prima. Und jetzt kann ich auch die Reifen schonen. Das ist perfekt, weil die Reifen sind ein bisschen zu heiß. Und du, mein Lieber, du solltest auch mal langsam ein bisschen was schonen. Ja, auch, ja, hätte ich einen Ticken noch gewartet. So, komm, dann alles mal pushen kurz. Na gut, ich fahre auch mit ihm vorsichtig. Modi, wie sieht's aus, mein Lieber? Vettel kommt nochmal in die Box. Das ist für mich persönlich eine gute Information. Er wird aber wahrscheinlich noch vor uns rauskommen. Der ist nämlich extrem schnell. Ja, ganz knapp. Gefährlich. Von hinten droht Gefahr. Die fahren mit demselben Modi wie wir. Mit denselben Modi. So, und Liponen. Na gut, zu P10, das ist ein Riesenabstand. 24 Sekunden. Da geht eigentlich kaum noch was. Aber hier, für den Inder, da ist noch viel drin. Inder war jetzt auch keineswegs despektierlich gemeint. Natürlich nicht. Das wäre, wenn es zum Podium kommt, der erste indische Pilot, der aufs Podium kommt in der Formel 1. So, und Sharp, der wird nochmal ein bisschen gefährlicher. Und ein bisschen angriffslustig. Und Liponen kam hier tatsächlich vorbei an Blanc oder Blank. Jetzt kann er sich nach vorne arbeiten. Das wäre super. Komm schon, mein Lieber. Hol dir einen Punkt oder hol dir wenigstens P11, damit du die Chance auf den Punkt hast, falls da nochmal jemand bestraft wird. Haben wir ja nicht so selten gesehen bis jetzt. Ist schon häufiger passiert. Und für Modi, da wird es jetzt extrem gefährlich. Beim Motor kann ich da nicht viel schrauben. Und Sharp fährt ohnehin schon im Schongang. Das ist ja wirklich sehr gefährlich. Wenn er dem Druck standhält, so ein bisschen wie Rosberg in Abu Dhabi, dann hat er sich diesen vierten Platz mehr als nur verdient. Ansonsten wäre es P5. Das wäre auch nicht schlimm. P5 ist absolut grandios für ihn. Auch, also wäre absolut grandios für ihn. Das würde ich absolut wertschätzen. So, und du, mein Lieber? P12 ist drin. Definitiv. Aber wir schauen mal hierzu. Eine Sekunde der Abstand zurzeit. Auch hier eine Sekunde. Aber Liponen hat eine bessere Chance als Sharp im Moment. Zu unserem Glück, und zwar in beiden Fällen. Und Liponen versucht's. Kommt aber nicht ganz vorbei. Der Abstand hier immer noch eine Sekunde. Persönliche Bestzeit hier bei Sharp. Ich muss hier bei dem aggressiveren Reifenmodus bleiben. Anders kann ich mich nicht großartig verteidigen. Jetzt kann ich so ein bisschen den Motor aufdrehen. Vielleicht kriege ich da die Reifen. Oh, ja, der Abstand wird größer. Vielleicht kriege ich jetzt da ein bisschen die Reifen gekühlt. Dasselbe probieren wir mal hier, außer dass ich hier nochmal aggressiver fahre, damit er überholen kann. So, schafft er das? Ah nein, da muss ich mich langsam aber sicher damit zufrieden geben, dass er nur 13. dann wird oder vielleicht sogar nochmal zurückfällt, denn von hinten hat Ribeiro gerade die frischeren Reifen und jetzt kommt die letzte Runde. Nochmal alles rausholen, bitte! Na verdammt, ja, Sharp ist da einfach deutlich schneller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Leider hat es nicht geklappt mit dem vierten Platz, aber der fünfte ist es auch. Also der tut es auch. Der ist auch okay. Und hier schafft es Lipone in der letzten Runde dann doch. Ich hätte es lieber gehabt, wenn Sanjay Modi den vierten Platz hält, aber ich bin absolut zufrieden mit beiden Jungs. Das war eine ziemlich gute Leistung beider. Ja, für Liponen im Rahmen der Möglichkeiten. Der ist halt ein bisschen nach vorne gekommen. Aber vor allem Modi hat mich hier beeindruckt. Nach einem guten Qualifying. War es ein gutes Quali? Ja, war ein gutes Quali. Der wurde Vierter. Hat es dann geschafft, das Ergebnis fast genauso aufs Rennen umzumünzen. Und Chapman gewinnt von P10 aus oder so. Es sei denn, er wird hier disqualifiziert. Und wenn zwei Leute disqualifiziert werden sollten, dann kriegen wir sowohl mit Lipone noch Punkte, als auch mit Modi ein Podium. Das wäre super. Das wäre wirklich cool. Ja, Chapman fährt hier soft. Coole Sache. So, dann gucken wir mal. Ja, wir haben eh nichts verstoßen, also muss man nicht machen. Und sowohl Sharp als auch Chapman als auch Vettel kriegen hier eine Strafe. Und damit ist nicht nur Lipponen auf der 9, damit ist Nico Hülkenberg der Sieger. Und Sanjay Modi holt hier seinen ersten Podiumsplatz. Wie hammermäßig geil ist das denn? Und er holt das beste Ergebnis für das Team, oder? Habe ich hier schon mal einen zweiten Platz gehabt? Ich glaube mit Lipponen einmal. Aber er hat denselben Platz eingefahren, wie Lipponen es geschafft hat in der Saison. Wow. Krasse Sache. Also das ist jetzt mal wirklich der Oberhammer. Die nächste Folge, und das sage ich jetzt schon mal, ich moderiere noch nicht ab, keine Sorge, die wird auf jeden Fall ein bisschen länger werden, denn ja, ich werde da auf jeden Fall, jawohl, die Moral um 28% hochgeschossen, denn ich werde da mich um viele Sachen kümmern und das Team mal ein bisschen neu aufstellen. 593.000 haben wir an Kohle hier eingespielt. Wäre cool, wenn ein zweiter Platz noch ein bisschen was bringen würde. De Graaf schlägt Schmidt knapp im Kampf um die Pole. Ja, De Graaf war dann im Rennen nirgends. Nirgends zu sehen, wirklich. Wo ist denn der jetzt gelandet? Auf dem siebten Platz hat er 6 Punkte geholt. Ansonsten gucke ich mal, Lipponen, der ist einmal Zweiter geworden. Ja, in Sydney, stimmt. Stimmt, das hatte ich ja schon fast verdrängt. Ja, ansonsten Modi auf dem 12. Platz in der Gesamtwertung. Das ist wirklich cool. Und bekräftigt mich so ein bisschen in meinem Management-Vermögen. Dass ich da doch gar nicht mal so schlecht bin. Ja, finde ich cool. Fahrzeugreparaturen beendet. 2 Sponsorenangebote. Oh, schon wieder irgendwelche Ein-Sterne-Dinger. Also, das Ding ist, hier warte ich jetzt mal wirklich. Denn die wollen mich mit 8 Rennen binden oder mit 6 Rennen. Wenn ich dieses Rennen keinen Sponsor habe, in diesem Rennen, dann kann ich es so machen. Hätte ich hier vielleicht auch nachdenken müssen drüber. Dann kann ich mir Rick de Graaf sichern. Wenn ich Rick de Graaf habe, kriege ich da locker die 5 Sterne Sponsoren. Ich meine, jetzt habe ich schon den 2. Stern immerhin. Ja. Und dann könnte ich hier wirklich, bam, durch die Decke schießen, was das angeht. Das wäre wirklich cool. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Leider war Ihre Bewerbung diesmal nicht erfolgreich. Ja, danke. Euer schrottiges Team will ich eh nicht haben. Oh, die wollen mir eine Stelle als Manager anbieten. Wie gesagt, ich wollte das einfach mal aus Spaß verschicken alles, ne? Ein bisschen Trubel machen bei den anderen. Ein bisschen die Gerüchteküche aufkochen lassen. Aha. Entscheidung zur Managerrolle. Ablehnen. Jetzt nochmal. Ablehnen. Und wir haben ein neues Sponsorangebot bekommen. 7 Rennen. Ist auch nicht cool. Die wollen mit 350.000 zahlen und dann jeweils 150.000 pro Rennen. Ja, nee, könnt ihr euch wirklich sparen. Oh, da gab's was. Konstrukteure untätig, aber da gab's noch was anderes. Achso, Arbeiten abgeschlossen. Ja gut, geht ein bisschen einher, ne? So, dann gucken wir mal. Den Motor könnte ich hier nochmal deutlich verbessern.
Denn der hat im Vergleich zu dem hier nochmal eine zusätzliche Performance für das Qualifying. Das heißt, den könnte man in die nächste Saison mitnehmen, statt diesem hier. So, was die Frontflügel angeht, da habe ich schon alles. Getriebe, gut, die Zuverlässigkeit passt meiner Meinung nach. Und die Heckflügel könnte ich leistungsmäßig verbessern eventuell. Machen wir das mal so. Und dann geht's gleich auf die Reise nach Dubai, aber... Ja, gut. Ah, verdammt. Wir reisen erst hin und in 13 Stunden ist das Scouting-Büro erst fertig. Hätte ich mich mal ein bisschen früher dazu entschlossen. Ansonsten weiß ich jetzt haargenau, dass ich mir die beiden unter anderem sichern kann. Wolfgang Schmidt hat nicht ganz so ein Potenzial wie der Kollege Danny Quiert. Hülkenberg ist halt schon ein etwas älterer Fahrer. Und ja, was Surikov angeht, Marktfähigkeit 79%. Und ich glaube nichts, doch hier, plus 25 kurzzeitig und plus 10 kurzzeitig, das heißt 35. Na gut, ansonsten hätte er noch 44, ist auch ein okayer Wert. Ich meine, man braucht ja auch ein bisschen Kohle. Und darüber hinaus, Rick de Graaf hatte 83%. Das ist aber nichts Kurzfristiges alles. Die 83% sind so ein ganz normaler Wert. Und das heißt, die beiden könnten auf jeden Fall ein Dreamteam abgeben. Natürlich könnte ich aber auch auf Deponen setzen. Und dann irgendwann könnte man Sanjay Modi einsetzen, wenn Lipon zu alt wird. Der ist aber erst 27, also so groß ist der Altersunterschied auch nicht. Insofern wäre Modi langfristig, glaube ich, auch nicht so die richtige Wahl. Der hat halt ein gutes Feedback, wäre ein guter Ersatzfahrer. Ist so ein bisschen Pedro de la Rosa-mäßiger Fahrer. So, ansonsten bei den Rennen, ja, 1, 2, 3 mal, 4 mal Punkte geholt. Ist aber auch ordentlich. Und ich meine, der ist wie oft gefahren? 2 mal, 4 mal, 5 mal nicht mitgefahren in 15 Grand Prix. Das heißt, in 10 Rennen, der hat in 40% der Rennen gepunktet. Lipon, glaube ich, hat nur einmal nicht Punkte geholt. Letzte 5 Rennen hier, 5,9. Was ich ja echt geil finde, Qualifying Erster. Das fällt mir erst jetzt auf. Was zur Hölle? Okay, egal. Nächstes Mal geht's weiter. Dann geht's auf die Reise nach... Oh, cool, das Scouting-Büro ist doch fertig. Haha. Holy moly. Zoe Sharp. Ach, nicht interessiert, natürlich nicht. Wer würde von Red Bull freiwillig gehen? Ja gut, Vettel, aber... Chapman ist ein 4,5-Sterne-Fahrer. Wollt ihr mich irgendwie komplett verarschen? Viereinhalb Sterne hat der Kerl. Ja gut, aber was die Werte angeht, ist er natürlich schon krass. Und Rosberg ein 4-Sterne-Fahrer. Wägt Angebote ab, aber nicht meines. Ja, danke. Vasquez, 4 Sterne. Also da sieht man, die Entwickler halten sehr viel von Daniel Ricciardo. Die anderen Fahrer... Wer ist ein Blanc überhaupt? Ich hätte auf Jules Bianchi getippt, aber... Bianchi ist halt nicht 32 gewesen. Es ist nicht dieselbe Altersklasse. Grosjean könnte es sein. Aber auch Grosjean ist nicht so alt. Ansonsten Rick de Graaf und Surikov sind schon zwei sehr gute Piloten. Und ich hole mir dann einfach Rick de Graaf beim nächsten Mal. Der wird sein. Der wird sein. Punkt. Ingenieure. Da kann ich mir eventuell Kelly holen. Der scheint hier ganz gut zu sein. Bei Ferrari arbeitet der? Nee, dann definitiv nicht. Jenny Whitehouse. Ich überlege gerade. Amy Winehouse klingt so ähnlich, ja. Hat keine legendären Sachen. Er hat einen legendären Bonus nochmal, aber keinen epischen und keinen guten Bonus. Ja, wenn wir bis legendär durchkommen, wäre das natürlich schon geil, wenn ich irgendwas Cooles hätte. Da ich Rick de Graaf habe, gehe ich auch davon aus, dass ich sehr viel entwickeln kann. Insofern
Er hier hat noch keinen Job. Motor nicht gut. Aber er hat 4 Sterne. Was haben denn die Leute, die wir aktuell beschäftigen? Boah, 4 Sterne, 4 und 4,5. Ich schaue mich erstmal nach Rennmechanikern um, weil die aktuellen Rennmechaniker haben halt wirklich keine mega krassen Boni. Erstmal vielleicht so einen Arbeitslosenkollegen suchen, der dann auch nicht viel kostet. Er hier zum Beispiel. Oder sie. Susan Matthews. Boxenstops 8. Was hat die hier für Boni? Nachtanken und Fehlerchance minus 15%. Das ist cool. Ansonsten ist sie okay. Teilreparatur. Ich werde sowieso zusätzlich auf Dings setzen. Auf Zuverlässigkeit. Konzentration nicht ganz so stark, aber ist auch noch okay. Verbesserung von Boxenstops 3% pro Woche. Das heißt, ja, sie wird den Wert 9 ganz früh erreichen. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Moment, kann ich hier Sternchen machen? Jawohl. Susan Matthews. Und ich schaue mich natürlich auch ein bisschen nach dem Potenzial um, wo es hier Potenzial gibt. Was hast du denn für Boni? Sehr weiche Reifen nutzen sich langsamer ab und Fahrzeugteile halten etwas mehr aus. Ist beides super. Was hast denn du, mein Lieber? Mittlere Reifen nutzen sich langsamer ab und Freischaltung des Super-Überholmodus, mehr Leistung, höherer Benzinverbrauch und höhere Verschleißrate. Huh, aber ist natürlich super, wenn du mal pushen möchtest. Abby Hamilton. Ultraweiche Reifen nutzen sich langsamer ab. Der optimale Bereich im Qualifying, grüner Bereich, ist viel größer. Der Fahrer hat somit eine sehr gute Chance, Bremsen und Reifentemperatur ins Optimum zu bringen. Ja, ist klar, dass es bei Vettel irgendwie ist, weil der galt ja lange Jahre als Super Qualifier. In dieser Saison war das so ein bisschen nicht mehr ganz so der Fall. Ist aber auch echt überraschend, weil Raikkonen zum Beispiel gilt ja auch als jemand, der extrem gut im Rennen ist. Und Vettel war extrem häufig im Rennen einfach gleich auf. Aber mal gucken, was gibt es denn hier noch für Boni. Regenreifen nutzen sich langsamer ab und entfernt den roten Bereich der Fahrzeugzustandsanzeige. Das gefällt mir. Ihn hier holen wir von den Skills her eventuell. And Skilton. Anspruchsvollere Motormodi beeinflussen den Zustand nicht mehr. Moment, verstehe ich das jetzt richtig? Okay, nur den Zustand, aber nicht den Spritverbrauch, glaube ich. Der optimale Bereich im Qualifying ist viel größer. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ich glaube, die drei, die ich mir rausgepickt habe, sind ganz gut. Die Ingenieure, Paddy Locke, ist mega gut und ist sogar interessiert. Den werde ich definitiv nochmal auf die Liste setzen. Rachel Adams kann kein gutes Getriebe entwickeln. Er kann halt wirklich alles, ne? Motor nicht ganz so stark, aber der Rest ist richtig gut. Also wenn ich ihn habe, dann habe ich, glaube ich, hier alles. Mercedes hat halt keine guten Fahrer im Spiel. Ferrari kann keine guten Motoren bauen, das war 2014 definitiv der Fall. Jenny Whitehouse dürfte noch somit die kostengünstigste sein. Ansonsten haben wir ihn hier unter anderem. Hatte ich mir auch mal angeschaut. Stimmt, was für Boni haben die denn, was die ganzen Teile angeht? Das schaue ich mir mal genauer an. Zuverlässigkeit plus 5% jeden Tag in der für jeden Tag in der Produktion. Da muss ich auf Zuverlässigkeit wirklich gar nicht mehr achten. Fügt zufällige legendäre Komponente hinzu. Wow, geil. Benötigen keine Bauzeit. Was? Okay.
Kosten 500.000 für die Bauzeit von minus 2 Tagen. Zuverlässigkeit plus 25%, Leistung minus 5. Ja, ist okay. Was kannst du? Minus 2 Tage für jede investierte Million. Nee, danke. Oder ist auch okay, aber werde ich nicht so oft nutzen. Ja, erstmal. Leistung plus 20 auf Max, minus 10 Zuverlässigkeit. Leistung plus 60, plus 20 Zuverlässigkeit. Auch während des Qualifyings, ja. Fügt zufällig eine legendäre Komponente hinzu und die legendäre Komponente, die sie anbieten kann, gibt's nicht. Kann sie welche freischalten? Tatsache. Verbessern Chefingenieure sich im Laufe ihrer Karriere, können sie neue Komponenten erlernen. Ist okay. Was kannst du denn? Sofortige Verbesserung. Ja, das sind, um das mal ganz kurz zu erläutern, neues Teil entwickeln, ich klicke mal das hier jetzt an. Das sind die Sachen, die man hier noch zusätzlich einbauen kann. Das sind nicht unbedingt immer die besten Sachen, aber man kann es theoretisch machen. Das hier kann man aber trotzdem noch anwählen. Also, die sind jetzt nicht so wichtig, aber wenn es einen coolen Wert gibt, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht, das zu haben. Ich bin übrigens bei niedrigem Tempo der drittschnellste mittlerweile. Cool. Ja, also ich würde sagen, Padlock wäre so trotz allem mal meine beste Wahl. Ansonsten, ja gut, sein Vertrag endet 2017. Vielleicht kann man hier wirklich mal mit einem Nachwuchs-Dingens arbeiten. Motor plus 1,4% pro Woche. Pro Woche. Wird schwierig. Das dürfte wirklich schwierig werden. Was habe ich denn noch so? Ja, jetzt kommen wir in die wirklich schwachen Regionen. Frederick Kelly. Oder Frederick. Aber hier enden halt alle Verträge 2017. Und wir sind doch in der Saison 2016, oder? Ist das die Saison 2016? Fragezeichen? Wo sehe ich denn das? Kalender. Achso, hier. Ja, gut. Hätte ich einfach mal hinschauen müssen. Das heißt, ich müsste irgendwie noch mal die Ablösesumme zahlen. Ach komm, ich kontaktiere ihn jetzt schon mal. Er würde vorziehen, nichts zu zahlen. Team zahlt alles. Ja gut, das ist halt schwierig. Ansonsten Fahrer, da hole ich mir Zoe Sharp mal auf die Liste, auch wenn sie nicht will. Und die beiden hier. Einen von den beiden möchte ich haben. Mal schauen, wie sieht's denn eigentlich hier aus? Verhandlungen starten. Position im Team. Gleicher Status. Ich gebe ihm viel Kohle. Er würde einen kurzen Vertrag vorziehen. Es kümmert ihn nicht, wer die Ablöse zahlt. Person zahlt alles. Okay. Handgeld. Ein dickes Handgeld. Da habe ich ja gelernt, nicht damit zu geizen. Prämien sind ihm wichtig. Jeder zweite Platz bringt dir 96.000 im Quali. Jeder Sieg bringt dir 120.000. Damit könnte ich leben. So, und dann machen wir das mal. Angebot versenden. Der wird wahrscheinlich nicht vor dem Grand Prix antworten noch. Ja, das dauert erstmal. Hier, Rick de Graaf antwortet dann am 6. Dezember. Dann kann ich das jetzt ja schon mal machen. Dann wird die jetzige Folge ein bisschen länger. So, Scouting. Dann kann ich nochmal Surikov ein Angebot schicken. Hallöchen. Status ist ihm wichtig. Gleicher Stand. Gehalt ist ihm wichtig. Nicht sehr wichtig oder recht wichtig, sondern ist ihm wichtig. Ich würde einen mittellangen Vertrag vorziehen. Na gut, da kann ich nochmal auf 24 Monate gehen. Es kümmert mich nicht, wer die Ablöse zahlt. Dann kannst du das gerne mal machen. Dafür kriegst du auch gerne ein dickes Handgeld von 2,625 Millionen. Prämien sind ihm nicht sehr wichtig. Zumindest im Quali.
kann ich sagen, okay, wenn du Zweiter wirst, kriegst du 24.000. Das ist ein bisschen was. Und wenn du hier gewinnst, dann kriegst du 120.000. Auch du, mein Lieber. Darüber hinaus, Scouting. Ingenieure, Paddy Lock. Ah, das ist jetzt schwierig, ne? Er ist eingebunden, möchte der irgendwas zahlen? Er würde es vorziehen, natürlich nicht selbst zu zahlen. Wer ist denn so blöd und zahlt 5 Millionen selbst, um den Arbeitgeber zu wechseln und auch noch vom Weltmeisterteam dann? Ist es das Weltmeister? Nö. Ja, vom Quasi-Weltmeisterteam. In der Realität. Sie ist interessiert. Ja, auch sie bevorzugt, nichts zu zahlen. Ja, ja, das Leben ist aus meiner Sicht jetzt gesehen natürlich kein Wunschkonzert. Was würde sie sagen? Nichts zahlen, natürlich. Alternativ müsste ich hier auf einen etwas nachwuchsmäßigeren umsteigen, der keinen guten Motor zur Verfügung stellen kann, dafür aber auf langsamen Strecken recht gut ist. Er wird auch neue Boni erlernen, insofern das passt schon. Ein weiteres Teil herstellen, ohne zusätzliche Kosten oder Zeit. Wow. Plus 2% Zuverlässigkeit. Okay, dich kontaktiere ich mal einfach. Also, aus Interesse. Was gebe ich in meinem aktuellen? Der hat halt auch 4 Sterne. Was macht der? Aufhängung kann er zum Beispiel nicht. Also, da ist Motor jetzt auch kein großer Beinbruch. Kriegt 1,15% pro Woche. Mal gucken, was kriegt der dazu? Oder sie? Nee, er. Wo ist er? Hier. Er kriegt 1,4% pro Woche dazu. Also er lernt auf jeden Fall besser dazu. Er ist auch nicht so alt. Er hier ist schon 63. Wie viel kriegst du denn pro Monat? Boah, der ist noch 25 Monate an uns gebunden, ne? Boah, das ist echt schwierig. Na, er kriegt 451.000. Also du, mein Lieber, dich binde ich dann aber auch sehr lange. 451.000 kriegt der andere, dann kriegst du nicht ganz so... Oh, es geht gar nicht mal so hoch. 320. Halt es ihm nicht wichtig, nicht sehr wichtig. Es ist immer wichtig, darauf zu achten. Dann sage ich mal, wenn es dir nicht sehr wichtig ist, gehe ich eine relativ niedrige. Er würde einen langen Vertrag vorziehen, das wollte ich auch machen. Handgeld ist ihm nicht sehr wichtig, da kriegst du trotzdem 360.000. Prämien sind ihm nicht sehr wichtig. Trotzdem kriegst du für jede Pole 12.000 und für jeden Rennsieg 24.000. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verzettel mit der ganzen Kohle. Wenn ich das wirklich tue, dann habe ich sie verkackt. So, Susan Matthews. Auch hier der Blick auf das eigene Team. Was kriegen die Leute hier alle? Natürlich kann ich die Boni jetzt nicht mehr verwenden. Das ist am Anfang ein bisschen schade. Kosten pro Rennen 58.000, die Dame. 125.000. Ja, dann kann ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich hier ein bisschen den Preis drücke. Gehalt ist dir recht wichtig. Geht aber auch nur bis 91.000 hoch. Also 79.000 ist okay. 24 Monate. Ich hätte gerne Handgeld. Also irgendwas in der Mitte. Sagen wir mal 450.000 ist okay. Prämien sind ihr nicht sehr wichtig. Trotzdem, du kriegst dann pro Pole 24.000. Und hier pro Rennsieg... Ah, Moment. 12 und 24. Machen wir es so. Wie gesagt, hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich Rick de Graaf bekomme. Wenn ich den kriege, dann habe ich hier so Sponsorverträge, glaube ich, dass ich, Booyah, mich vor Geld nicht mehr retten kann. So, Gehalt ist mir wichtig. Bis wohin geht's? Bis 100 noch was? Ja, 107.000. Das Ding ist, ich habe die monatlichen Kosten jetzt gedrückt. Möchte einen mittellangen Vertrag, dann sagen wir mal 13 Monate. Ablöse, ich zahle. Er will ein dickes Handgeld. Prämien sind ihm wichtig. Für jede Pole gibt es 48.000. Für jeden Rennsieg
84.000. Schönen Zahlendreher drin gehabt. So, und damit habe ich auch die beiden Fahrer meiner Wahl kontaktiert. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Dubai. Hier gibt's lustigerweise eine Brücke. Interessant. Ja, und hier wird Höchstgeschwindigkeit, Verzögerung und das Tempo in hohen Kurven wichtig sein. Insofern hoffen wir, dass wir da ein gutes Ergebnis erzielen und dass wir dann die Saison zu einem guten Abschluss bringen. Was die reine Punktzahl angeht, bin ich ja eigentlich schon recht safe. 40 Punkte Vorsprung zu Resato Corsa, das heißt 3 Punkte und die können höchstens gleichziehen. Das heißt 4 Punkte bräuchte ich, damit ich mich komplett absichere nach hinten hin. Nach vorne hin ist auch nicht mehr viel drin, das heißt es geht nächstes Mal einfach darum, ein bisschen Spaß zu haben. Und regnen wird es auch nicht, das heißt wir werden Spaß haben. Also ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal beim Motorsport Manager. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Bis demnächst.